Du bist in Venedig unterwegs, bist vielleicht sogar zum zweiten Mal in Venedig und möchtest auch ein paar Ausflüge unternehmen. Und das am besten natürlich alles ohne Auto. Dann zeige ich dir hier drei richtig tolle Ausflüge, die du mit dem Boot und auch mit dem Zug unternehmen kannst. Ich bin übrigens direkt mit dem Zug nach Venedig angereist, nämlich mit der Direktverbindung, dem Eurocity ab München nach Venedig. Und jetzt zu Beginn kommen erst noch mal ein paar kleine Eindrücke von dieser Zuganreise. Start ist der Münchner Hauptbahnhof und es geht dann über Rosenheim nach Österreich, Innsbruck und dann sind wir auch schon in Italien, Brixen-Bozen bis nach Verona und dann geht es rüber Richtung Padua bis nach Venedig. Abfahrt des Eurocity ist um die Mittagszeit in München, Ankunft in Venedig am frühen Abend, Fahrzeit ca. 7 Stunden. Die letzten 10 Minuten der Fahrt auf die Laguneninsel Venedig sind einfach wirklich traumhaft schön und ein richtig tolles Erlebnis. Ich hab's geschafft, angekommen in Venedig mit ca. 15 bis 20 Minuten Verspätung. Der Bahnhof von Venedig, Santa Lucia, liegt übrigens direkt am Canal Grande. Du kannst also von dort aus theoretisch gleich direkt in deinen Wasserbus steigen, der dich zum Hotel bringt. Oder aber auch natürlich laufen. Venedig ist eine wunderschöne Stadt. Mir hat es richtig gut gefallen. Ich habe für 6 Nächte im Locanda Silva übernachtet, mitten in der Altstadt, nur 3 Gehminuten vom Markusplatz entfernt. Eine einfache Unterkunft, die aber relativ gut bezahlbar ist, mit ein paar richtig schönen Dachterrassen. Um deine Hotelübernachtung in Venedig solltest du dich wirklich früh kümmern. Die Hotels sind nicht nur schnell ausgebucht, sondern sie sind auch wirklich teilweise sehr teuer. Das Locanda Silva, in dem ich übernachtet habe, hatte wirklich ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Und den Link zur Unterkunft, den findest du direkt hier drunter in der Beschreibung. Venedig erkundest du übrigens am besten direkt zu Fuß oder mit dem Wasserbus, dem sogenannten Vaporetto. Deine Wasserbus-Tickets kaufst du entweder im Tickethäuschen oder auch am Ticketautomaten direkt an den Stationen. Geht ganz einfach und dann kannst du auch schon das Vaporetto nutzen. Und los geht's mit den 3 Ausflügen. 2 dieser Ausflüge habe ich mit dem Zug unternommen, direkt ab Venedig, ab dem Bahnhof Venezia Santa Lucia und einen Ausflug mit dem Vaporetto, also mit dem Wasserbus direkt von Venedig aus. Für meinen ersten Ausflug ab Venedig habe ich eine Regionalbahn genommen und die Regionalbahnen sind rund um Venedig auf jeden Fall in einem sehr guten Zustand und recht neu. Meine erste Ausflugsfahrt ab Venedig dauerte nicht einmal 30 Minuten und führte mich in das ca. 40 Kilometer entfernte Padua. Das Ticket für die Fahrt hat mich 4,70 € gekostet und ich habe es erst am selben Morgen in der Trenitalia-App gebucht. Padua ist vor allem bekannt für seine bedeutsame Architektur, aber vor allem für die Basilika des heiligen Antonius. Und die solltest du dir unbedingt auch von innen anschauen. Der Eintritt ist kostenfrei und das ist wirklich sehr, sehr beeindruckend. Wenn du dich jetzt fragst, wie das alles funktioniert mit dem Ticket buchen unterwegs in Italien direkt über die App, dann verlinke ich dir hier mal noch mein separates Video, wo ich dir ganz genau Step by Step zeige, wie du in der Trenitalia-App deine Bahntickets buchen kannst. Das ist nämlich wirklich super bequem von unterwegs, geht total spontan. Du musst auch kein extra Konto oder irgendwas anlegen. Ich mache das immer so und das hat bisher immer wirklich richtig gut geklappt. Ausflugsziel Nummer 2 hat mich wirklich total geflasht. Es ging nämlich von Venedig aus mit dem Wasserbus direkt auf die nahegelegene Insel Burano. Die Fahrt von Venedig nach Burano mit dem Wasserbus dauert ca. 40 Minuten und ich empfehle dir wirklich so früh wie möglich morgens auch loszufahren, denn es wird spätestens ab 11 Uhr vormittags dort sehr voll. Und pro Strecke zahlst du 9,50 € für das Vaporetto. Aber Burano lohnt sich in jedem Fall. Das ist wirklich mega, mega schön. Und wenn du magst, kannst du auf dem Rückweg auch noch in Murano halten. Mir hat Burano aber deutlich besser gefallen.
Wenn dich dieser Ausflug mit dem Wasserbus von Venedig aus nach Burano interessiert, dann schau auf jeden Fall auch noch mal in meinen Blogartikel rein. Den verlinke ich dir hier drunter unter dem Video. Und dort beschreibe ich dann auch noch mal, von wo genau der Wasserbus eigentlich losfährt nach Burano und was dich dort erwartet. Für den dritten und letzten Ausflug geht es wieder in den Zug ab Venedig Santa Lucia. Diesmal dauert die Fahrt aber etwas länger. Es geht diesmal nämlich in die ca. 100 Kilometer entfernte Stadt Ferrara. Die Fahrt von Venedig aus mit der Regionalbahn nach Ferrara dauert maximal 1,5 Stunden und Tickets gibt es ab 10 Euro. Mir hat Ferrara richtig gut gefallen. Es ist wirklich eine sehr, sehr hübsche Stadt. Vor allem das Wasserschloss direkt in der Altstadt ist wirklich mega beeindruckend und du kannst es auch von innen besichtigen. Ferrara lässt sich super gut zu Fuß erkunden. Nimm dir einfach ein bisschen Zeit und schlendere durch die Altstadt. Plane ca. 2 bis 3 Stunden für deinen Aufenthalt ein. Vom Bahnhof aus bis in die Altstadt bist du ungefähr 15 Minuten zu Fuß unterwegs. Und auch dieses Zugticket habe ich direkt online über die Trenitalia-App gebucht. Falls du mir gar nicht so viel Zeit hast, weil du möchtest dir ja natürlich auch noch Venedig ganz in Ruhe anschauen, dann würde ich von den 3 Ausflügen, die ich dir jetzt hier vorgestellt habe, auf jeden Fall Burano auf Platz 1 sehen, weil es wirklich total beeindruckend ist mit den vielen bunten Häusern, wirklich sehr, sehr schön. Auf Platz 2 wäre die Stadt Ferrara und auf Platz 3 Padua. Ein Urlaub in Venedig lässt sich also auch super, super gut ohne Auto machen. Ich war insgesamt 6 Nächte dort und hätte auch noch viel länger bleiben können, weil es auch mit dem Wasserbus und den Zügen noch unheimlich viele andere Ausflugsziele gegeben hätte. Von daher wünsche ich dir auch viel Spaß auf deiner Zugreise nach Venedig und um Venedig herum. Und ich habe dir hier auch noch mal mein Video verlinkt, wo ich dir für die Anreise mit dem Zug außerhalb des Eurocities ab München noch ein paar andere Möglichkeiten vorstelle und wünsche dir jetzt viel Spaß in Venedig.